alles anders, fast alles besser. Mit Shift stellt Electronic Arts die Ausrichtung seiner wichtigsten Rennspielreihe komplett um. Die Serie wird vor allem sehr viel simulationslastiger präsentiert. Durch viele zuschaltbare Fahrhilfen bleibt der Anspruch an den Spieler hinter dem Lenkrad dem gewählten Schwierigkeitsgrad überlassen. Der Spieler kämpft sich in Shift durch einen linearen Karrierebaum mit unterschiedlichen Events. Eine Geschichte mit Videoschnipseln wie in den Vorgängern bietet Shift nicht. Für Abwechslung sorgen vor allem die vielen verschiedenen Fahrzeuge vom Golf bis zur Corvette und Rennstrecken, die rund um den Planeten verteilt sind. Außerdem gibt der eigene Rennstall Kommentare zum Karriereverlauf ab. Gut gemacht. Jeder gesammelte Stern bringt uns der World Tour näher. Sammel weiter, um höhere Stufen und mehr Rennen freizuschalten. Das große Ziel ist es, am Ende in der Need for Speed World Tour den Sieg zu erringen. Dein Fahrstil wird dein Markenzeichen sein, aber du musst genug Sterne sammeln, wenn du in die NFS World Tour willst. Shift wertet auf dem Weg dorthin außerdem das Fahrverhalten in vielen interessanten Statistiken aus und lässt Spieler in Levels wie in einem Rollenspiel aufsteigen. Grafisch beeindruckt Shift in erster Linie durch die sehr detaillierte Cockpit-Ansicht. Bei besonders hohen Geschwindigkeiten verschwimmt zum Beispiel das 3D-Cockpit vor dem Auge des Fahrers. Auch Ausritte neben die Strecke und große Unfälle wirken sehr realistisch. Die Auswirkung auf das Schadensmodell dabei eher weniger. Dafür gibt es beim Sound die absolute Bestnote. Ein motivierender Karrieremodus, unzählige Kurse und Fahrzeuge und beeindruckende Optik. Bei Need for Speed Shift fällt es schwer, Kritikpunkte zu finden. Das Fahrgefühl ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber vermittelt dann ein gutes Streckengefühl. Der gestiegene Grad an Realismus stellt erfahrene Rennpiloten vor eine Herausforderung, lässt dank zahlreicher zuschaltbarer Hilfen aber auch Einsteiger nicht verzweifeln. So ist Need for Speed Shift eine lohnenswerte Anschaffung für jeden Rennsportbegeisterten, der nicht auf Forza 3 oder Gran Turismo 5 warten möchte.